Jojo, meine Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Trains World 4. Heute mal unterwegs mit dem RE87 mit der Baureihe 642 von Miltenberg nach Aschaffenburg. Ja, Fahrzeit beträgt, denke ich, so halbe Stunde. Und genau. Ja, so rüsten wir schnell mal das Fahrzeug nebenbei auf hier. Entriegeln links die Türen. Machen hier das Display mal auf dunkel. Stellen wir schnell um. Ja, fahren das Ganze in der Doppeltraktion. Genau. So. Das passt alles. Haben wir kurz Zeit, 1,5 Minuten. Und jetzt können wir auch nochmal kurz draußen gucken. Ja, hier sehen wir es auch nochmal. R87 Aschaffenburg. Ja, das sind unsere Halte. Nicht viel. Da aber nicht überall halten. Ich sehe gerade, wir fahren das Ganze in der Einzelaktion, auch sehr interessant. Ja. Genau. Machen wir noch ein schönes Handnehmen, würde ich sagen. Dann können wir auch gleich schon starten in 1 Minute circa. Ja, zum Beispiel auch. Das funktioniert leider nicht. Auf der britischen Bahn haben wir auch sowas. Das ist was fürs Signal, glaube ich, oder ja, klar, das Signal. Mal schauen, kann man hier irgendwie gut. Oh, ich würde ein schönes Bild machen. Schnell das hier mal aus. Genau. Ja, ich möchte mich herzlich bedanken bei euch für die 400 Abonnenten, das freut mich sehr. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass irgendwann mal doch so viele werden. Also ist auch jetzt nicht wenig, sage ich mal. Wie lange? 4 Jahre jetzt auf, wie lange war ich jetzt? Seit 2019, 20, 21, 22. 4 Jahre YouTube jetzt. Ja, haben klein angefangen und haben damit jetzt echt eine gute Summe erreicht. Auch die Aufrufe haben mir da sehr gefallen, sei es bei Omni, sei es bei Train the World 4. Dass es so gut ankommt bei euch. Gut, mit Train the World hat auch alles gestartet auf diesem Kanal. Ja, wie gesagt, dafür einen recht herzlichen Dank. So. Unser nächster Halt ist Klingenberg, aber auch erst in 9,8 Kilometern. Genau. Wie gesagt, Fahrzeit beträgt, denke ich, halbe Stunde. Das können wir auch eigentlich durchfahren als Let's Play, würde ich sagen. Fahren in einer schönen winterlichen Landschaft. Ich finde es natürlich, finde ich, sehr schön. Sieht doch mit am schönsten aus, sag ich mal. Also im besten Jahreszeit, wenn ich es bei TSW 4 Sommer oder Winter. Ja, ist schon echt sehr, 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 sehr schick. Ich wollte mir gerade noch eine schnelle Lackierung raussuchen, aber da habe ich nichts gefunden irgendwie. Ja. So, ab da vorne müssen wir gleich eigentlich. Ja, genau, 29. Ist auch die Maximalgeschwindigkeit dieses Dieseltriebwagen 120 naja, braucht ein bisschen, bis er an Fahrt kommt.
Wie gesagt, ich bin jetzt schon öfters jetzt mal die Strecke gefahren, also ja, sie macht definitiv immer noch Spaß, sag ich mal. Genau. Ich denke mal, sowas wird es auch mehr in Zukunft bei Transworld allgemein Transworld 4 geben. Bei TSW 3 gab es auch tatsächlich irgendwo ein Update, habe ich gehört. Sehr wunderlich, in meinen Augen. Ja. Aber hier wird man eigentlich mit einem RB88 halten, sag ich mal. Hier fahren wir schön durch. Ist halt sehr cool. Makro. Boah, tot. Also das Ding ist ganz schön lahm eigentlich, was Beschleunigung betrifft. Also da ist wirklich so ein 648er. Ist er definitiv zügiger. Aber naja. Und wie gesagt, hier rechts sehen wir unseren elektrischen Uferplan, der noch nicht vorhanden ist. Aber da soll es ja wie gesagt in Zukunft wohl Verbesserungen geben, dass der dann auch da ist. Ja, sieht doch herrlich aus, da mit den Bergen und dem Wald da oben links, rechts. Ist schon herrlich. Auch dass wir schön parallel zur Straße fahren, ist schon echt sehr, sehr cool. Rechts ist ein Wanderer, Radweg oder sowas, was das sein soll. Mal ein bisschen Leistung raus. Und für die, die es nicht wissen, falls den Leuten der PCB leucht, meldet. Lass es so zu hell ist, sag ich mal. Oder wie soll ich das nennen? Auf jeden Fall kann man hier drauf drücken. Dann sehen wir, wird das heller. Sehr cool auf jeden Fall. Machen wir auf Stufe 5. Ja, muss man eigentlich gleich da sein. Ja, 4,2 Kilometer. Ist okay. Ja, ich weiß noch nicht so ganz, was ich als Abo-Special machen soll. Ich werde eine kleine Abstimmung reinmachen. Ich denke mal Römerberg. Hört sich ganz interessant an. Naja, wie gesagt, letztes Jahr hatten wir ja schon Innsbruck. Innsbruck die Map gemacht. Als kleines Winter-Special, sage ich mal. Die Höllenfahrt. Oh, jetzt leckt es auch ein schön gerade hier. Sollte ja gleich wieder aufhören, denke ich mal. Wie gesagt, ich habe nicht den stärksten PC, aber ich sag mal so, für TSW 4 reicht es ja Gott sei Dank. Außer an manchen Stellen ist es manchmal ein bisschen dolle, aber ich hoffe, das stört euch nicht. Ja. War mal 60er Ankündigung. Das heißt auch, wir bremsen bis auf 60 runter. Aber wenn wir leuchten, wir da haben 1000 Hertz, 85. Wechseln bei so blinken. Trotzdem bremsen wir auf 60 runter. Ab hier die 60 km/h können wir da frei drücken. Weil der 1000 Hertz Magnet nicht mehr leuchtet. Ja, rechts haben wir so ein schönes Freibad, auch sehr cool. Schön mit der Rutsche da, so herrlich.
sehr schön. Und da hinten sehen wir auch schon unseren Halt. So, schauen wir mal. Wir sind tatsächlich echt gut pünktlich. Das ist Wunder, weil auf der Strecke ist der Fahrplan ganz schön straff. Also weiß ich auch nicht, wie man das einhalten soll. Ja. Auf 120 Uhr fahren. Ich habe gedacht, da kommt jetzt nochmal eine Tafel. Ja, da wäre, wie gesagt, dieser Buchfahrtbahn hier hilfreich. Ne? Muss man nicht die ganze Zeit mit diesem Menü nachschauen, gucken, wie auch immer. Ja. Aber 90er Kündigung, die brauchen wir nicht. Mit Wasser bestätigen erst alles, was ab 8 steht. Also 80 km/h. Gleich ist noch nicht Zeit, sehe ich gerade Ahlenbach. Ah, da haben wir mal gleich so beschleunigen. Ich glaube, ich nach der Kurve der Bahnsteig kommt schon. Genau, da ist er doch.
Ja, auch wie immer, wenn euch das Video gefällt, lasst ja gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben und einen Kommentar. Über jeden Abonnenten freue ich mich sehr. Ja. Genau. Recht schöne Baustelle, herrlich. Ah, wie gesagt, die Strecke ist schon echt sehr, sehr cool gemacht, muss man mal so sagen. Aus Fahrzeug dazu. Klar, das Fahrzeug hat so ein bisschen seine Macke, sage ich mal, wenn man mit 30% oder so anfährt, dass der so hoch dreht, also naja, könnte man noch ein bisschen verbessern, sage ich mal. Jo. Signal gleich zu, nicht alles täuscht. Jetzt sind wir mal ein bisschen langsamer, ja, fahren wir. Hey, wie das hier ist hochgedreht, das macht so keinen Sinn eigentlich. Ja, es muss dringend verbessert werden. Ob es dazu nochmal Update kommt, weiß ich nicht. Vielleicht sollte man da nochmal beim Railsim Forum schauen, ob es dann irgendein Patch dazu gibt. Sehe ich das richtig? Haben wir Rot dahin? Ja, sieht so aus. Jupp. Warten wir kurz auf den Gegenzug. Oder sei denn, wir kriegen Ausfahrt Grün, das kann auch gut sein. Da haben wir sogar schon. Gut. So, Türen zu. Muss mal aufpassen, dass wir jetzt nicht schneller als 25 waren. Selbe, wir haben ja vorne schon den PCB, mit dem es aussieht. Kann man sich schon da machen. Erst am Signal. Deswegen nicht schneller als, sage ich mal, 20 fahren, dann ist alles gut. Kriegt man keine
Zwangsbremse. Oder ab hier ist schon der PCB-Magnet auch nochmal. Ja, ist dann wirklich ein Signal. Gut, da musst du halt aufpassen. Kurios, dass wir noch kein. Klar, 500 Hertz mag. Ich würde schon sagen. Warum macht denn da kein Wechselblinken mehr? Es hätte keinen Sinn gemacht, sage ich mal. So, nächster Halt ist Kleinwaldstadt. Genau. Ich würde sagen, wir beenden den kleinen Waldstadt das Let's Play, weil das dauert jetzt zu lange schon wieder eigentlich, finde ich jetzt. Ne, das ist aber wieder 10 Jahre hoch hier. Das Fahrzeug könnte ein bisschen mehr Bums haben, was Beschleunigung betrifft. Ja, es ist ja grauenhaft. Das Ding hat schon zwei Motoren, MTU-Motoren. Also, ich bin auch der Meinung, echt, dass das Ding bestimmt ein bisschen zügiger in der Beschleunigung, weil das ist ja wirklich, also, bis der überhaupt mal auf 80 ist, also, naja, ich weiß mal nicht. Genau. Ja, am Sonntag kommt auch noch mal ein schönes Video zu Om. Ja, Omsi wird nämlich 10 Jahre alt. Ja, damit werden wir da auch ein schönes Let's Play machen, denke ich. Genau. So, würde ich sagen, wenn euch das Let's Play gefallen hat, lasst ihr gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.